Moin, hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Test Deadcore. Und zwar ist es hier die dritte Folge und wir befinden uns, wie immer, bei dem großen Turm. Unter uns sind recht Laser. Ganz weit unter uns ist ein riesiger Tornado. Und neben uns ist dieser wundervolle Wurfstern, aber ja, ich bin gerade eben mit mal vom Ende der letzten Folge, was eigentlich noch da hinten war, hier wieder rüber gesprungen. Sodass das jetzt auch durch ist. Und ja, dann machen wir jetzt hier weiter. Und ich denke mal, so weit wird dieser Ring gar nicht mehr gehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch einmal hier lang müssen und dann, dass da vielleicht das Ende ist oder da schon? Mal schauen. Wir machen jetzt irgendwie erstmal hier weiter und es wäre glaube ich am besten, wenn ich hier reingehen würde. Ja. Genau, da schwurz direkt gegen, vielleicht da, aber ja, hier ist am besten. So, hops und hops. Nein. Oh Gott. Ja, all die Skills, all die Skills. Oh, da, okay. Das war doch etwas mehr Glück als Verstand. So, oh Gott. Ja. Ja, doch. Ein wundervoller Aufzug. Aber ich muss einfach aus. Ja, einfach ausweichen, genau. Ganz einfach. So simpel. Ich kann mich aber auch an den Rand stellen. Okay. Oh, okay. Ich habe gedacht, die Plattform wäre kleiner. Also, wir können hier nur auf diesem Mittelding sein, aber wir stehen ja scheinbar auf allem. Kann ich mich irgendwie ducken? Ich kann hier auch nicht. Moment. Es fängt wirklich direkt wieder von vorne an. So, ich bin echt gespannt, wie weit wir im Allgemeinen überhaupt kommen werden. Schnell, nur ein Stück Visier, sprinten, Blast, schießen, bla 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 bla. Nein, kein Ducken dabei. Schade. Dann frage ich mich wirklich. Wirklich einfach aus. Weichen. Oh Gott. Ich meine, selbst Springen ist hier ja auch risikoreich, weil wenn man hier hochspringt, dann wäre man ja vielleicht. Okay, jetzt. Oh Gott. Holy fuck. Okay, erstmal orientieren. Ich will jetzt nicht runterfallen. Was haben wir da? Da haben wir. Okay. Ich denke mal hier rüber. Okay, so hier wäre also dieser andere Weg gewesen, den wir hätten gehen können, haben wir ja schon gesehen, als wir da waren. Da. Na, ich lasse ihn erstmal da. Wir gehen erstmal weiter. Denn das Ganze, ich nehme das Ganze jetzt, oder diese Folge jedenfalls, die anderen beiden habe ich jetzt schon vorher aufgenommen. Diese Folge nehme ich jetzt gerade am Freitag auf. Ach du Scheiße, das ist ja ein riesiger Lasertunnel. Und ich werde dann vielleicht noch morgen im Stream hingehen und dann ein bisschen ja, weiterspielen, je nachdem, ob ich jetzt. Werde ich hier weggepustet? Oh, ich werde hier rein. Oh fuck. Auch das noch. Als wäre das Spiel nicht so schon schwer genug. Nein, es muss natürlich noch schwerer werden. Okay, schnell. So, und zwar wollte ich das Ganze einfach hier weiterspielen, beziehungsweise wiederholen, dann im Stream, damit ich dann auch alle Story-Logs bekomme. Damit ich dann wenigstens in der letzten Folge nochmal ein bisschen was zur Story sagen kann. Schön, mein Waffe ist leer. So komme ich eh nicht durch. Oder? Ja, so viel dazu. Oh Gott, wirklich, also, ja, mehr Glück als Verstand. So, nächster Checkpoint. Das ist groß. Wir entfernen uns hier gerade immer weiter von dem Turm. So, sollen wir uns darauf stellen? Oh Gott! An euch habe ich gar nicht mehr gedacht. Und hier schränkt mich eben wieder genauso wie jetzt auf den. In den vorigen Folgen, da in der zweiten Folge. So, man kann sich auch irgendwie hier. Wie war das? Nicht so.
Ja, okay, das dreht sich, da kann man nicht drauf stehen. Ich glaube, muss ich darüber? Oh, der fällt immer noch. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich jetzt hier einmal rüber pushen lassen muss. Na komm. Gib's mir. Gib mir die volle Ladung. Ja, das war doch endlich so die volle Ladung, aber vielleicht reicht es ja, um mich hier zu der Plattform zu schieben. Ach, bitte doch nicht. Mann, nein. Alter. Nicht von allen Seiten. Nein, da. Nein. Böse. Ganz böse Würfel. Nein, das war. Gut, ich sollte vielleicht nicht ganz so schnell. Oh, ich kann. Oh Gott, ich bin so. Ja, das hätte man vielleicht auch vorher einfach mal so probieren können. Das wäre eine Idee gewesen. Nicht mal das Spiel ist so frustrierend. Nein, ich bin einfach so blöd. So, fertig. Fertig mit meinem Leben. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Oh, ja, schön. Schön. Schön, schön. Spiel. Ich bin jetzt erst wieder seit nicht mal ganz 10 Minuten mit dir vereint. Und schon hasse ich dich direkt wieder. So, nächster Checkpoint. Würfel, ihr bleibt da, finde ich gut. Okay, die sind mit Lasern umgeben. Wurde ich gerade reingepusht oder bin ich einfach nur so seltsam weit gesprungen? Tschüss. So, der ist schon mal weg. Ach, ich werd. Ah, ich wurde reingesogen. Ach Mann. Ich denke irgendwie nie dran, dass die Teile ja nicht nur Blockaden sind, sondern eben auch diesen Sogeffekt haben. Das Teil bewegt sich auch noch. Holy fuck. Oh Gott. Ja, das ist ja vollkommen krank. Was gibt's hier so? Ah, Töfte. Ach du Scheiße. Spiel, please. Ich bin irgendwie doch recht nah am Mikrofon. Ah, hallo. Nein, nein. Ich will das einfach alles nicht. Nein, nein. Oh, oh Gott, wie habe ich das geschafft? Ich will es gar nicht wissen. Hauptsache, ich bin durch. Ach du Scheiße. Okay. Klaren Kopf behalten, einfach weitergehen. Hier rüber. Langsam. Das wollte ich eh nicht schaffen. Wie nah kann ich ran? Wie nah kann ich ran? Ich kann es schlecht abschätzen. Ich will es auch nicht. Ja, ist gerade gesagt ein bisschen viel rumprobieren, aber so, okay. Fuck. Allein schon die Geräusche hier, die ich mache. Man hört einen sterbenden Nevok. Sterbend an Frustration und Verzweiflung über dieses Spiel. Oh ja. Oh geil. Und jetzt hoch. Push mich. Oh, wundervoll. Endlich. So, jetzt ein paar Sachen davon. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Ich will kurz Pause machen. Wo geht's jetzt lang? Wo soll es lang gehen? Okay, das kann ich aufschalten. Also ich müsste eigentlich schon hoch. Nee. Aber es ist auf jeden Fall echt schon. Ah, okay. Ich muss so viel zu okay. So ganz okay finde ich es nicht. Das Ganze wurde ja auch auf der Unity Engine gemacht. Scheiße. Ich muss echt sagen, dafür ist es wirklich doch echt hübsch. So. Ah, wundervoll. Hochschauen, verbinden, Übergang, Levels. Verbinden. Levels, verbinden, hochschauen, Übergang. Ja, ich glaube, das war ein unglaublich guter Lösungsansatz. Also, wir haben das Ziel ja fast erreicht. Verbinden, hochschauen. Verbinden? Ich kann die aber nicht direkt verbinden, oder?
Also ich würde überhaupt nicht fertig, hier doch schon etwas zu schnell hochgepusht, als dass ich dann noch mich zur Seite bewegen könnte. Kann ich irgendwie. Okay. Huh. Gut. So, da oben haben wir noch was. Ja, nein, vielleicht einseitig schon, aber ich will. Na, okay, das geht. Oder auch nicht. Och, nee, du musst ja den Push von den anderen Sachen da außen nutzen, um da hinzukommen, oder? Kann ich mich darauf. Oh, nein, ich will mich doch einfach nur draufstellen. Ich will mir irgendwas probieren, was eigentlich echt dumm ist. Aber ich gehe noch mal eben kurz runter. So. Jetzt, wo wir gerade wirklich mal so ein Collectible gesehen haben, da ist zum Beispiel auch gerade eins. Moment. So, ne. So, und? So, neuer T-Log. Na, das ist doch mal was. Wenigstens mal irgendwas geschafft in dieser Folge. So. Das Unbekannte. Mist. Diese Zone sagt mir überhaupt nichts. Nein, 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 nein. Nur ruhig, Blut. Konzentriert bleiben. Nachdenken. Mal sehen. Ich bin durch diesen Gang hergekommen. Also müsste der da zum nächsten Gang führen. Moment. Diese Formen. Die waren doch eben noch nicht da. Es ist doch nicht zu fassen. Dieses verdammte Labyrinth. Labber, genau. Denn das labert immer viel, wenn es langweilig ist. Dann erzählt einem das Labyrinth so ein bisschen die Lebensgeschichte und so. Das kennt man. Musste es sich denn ausgerechnet dann verändern, als ich mich gerade mitten im Nichts verirrt hatte? Und dann auch noch in einem gänzlich unbekannten Gebiet. Wie viel Zeit habe ich noch? Verdammt, nicht viel. Und sie werden mich niemals finden. Na schön. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut. Na dann, wir werden scheinbar gesucht. Aber so wie ich es jetzt da rausgelesen habe, nicht unbedingt von Leuten, die uns an den Kragen wollen, sondern eigentlich eher von einer Art Rettungstrupp oder irgendeiner Rettung. Ist nicht zu fassen, verdammt Labyrinth. Musste ich gar, als ich mich gerade im Licht verirrt hatte. Verdammt nicht viel und sie werden mich niemals finden. Das klingt eher so, als würde er auf Rettung warten. Anstatt für irgendwas zu flüchten. So, denn wir sind hier in diese ganze Sache auch mehr oder weniger reingefallen. Wieso genau haben wir jetzt gerade noch weniger Schwung als davor? Ach, muss man es wie so ein Trampolin machen? Ich hoffe mal nicht. Ich lasse es erstmal da. Das hebe ich mir für den Livestream auf. Wir haben noch irgendwas gefunden gerade eben. Das soll mir reichen. Enough Achievements for today. So. Da oben kann ich schon mal einfach so hoch. Ah, und damit haben wir dann auch diesen Ring abgeschlossen. Ich würde mal sagen, es passt sogar von der Folgenlänge ziemlich gut tatsächlich. Von daher, Switchgun, Locks haben wir jetzt noch einen gefunden. Levelzeit, laufende Zeit, Stats, aha. Locks haben wir gerade schon gelesen. Und dann würde ich mal sagen, das war's soweit mit dieser Folge von Deadcore. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bin wirklich schon ein bisschen gespannt, inwieweit es mit der Story weitergehen wird. Außerdem bin ich gespannt, wann wir eigentlich mal in diesen fetten Turm reinkommen werden. Oder ob wir da überhaupt reinkommen werden. Und ja, ich habe gleichzeitig auch ein bisschen Angst vor dem nächsten Ring. Also der erste Ring ging ja noch, der zweite war dann doch eher. Moment. Der Turm. Heißt, hier ist jetzt nur das erste Level der Ring und der zweite heißt jetzt der. Das zweite heißt jetzt der Turm. Wir werden sehen, auf jeden Fall habe ich Angst vor dem nächsten Level. Ich bin ein bisschen gespannt, ihr hoffentlich auch und ja. Es kommt viel Verzweiflung auf mich zu. Ich habe Angst. Noch immer. Ganz viel, ganz doll. Bis dahin und ciao.